Willkommen zurück zu Let's Play 4. Ich bin der dufte Typ und es geht auch direkt weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben, in diesem wunderschönen Ischkepe-Screen. Und ja, ohne lange zu zögern, hier wird es gleich actionlastig, glaube ich. Ich habe schon wieder neue Soldaten gehört. Ich höre sie nicht nur, ich sehe sie sogar. Ah. Kleinen Moment mal, ich ziehe mal ein Stück zurück. Aber so wie ich die Lappen kenne, werfen die gleich mit Granaten, so ein Spaß. Ich werfe zuerst. Ah, uncool. Jetzt habe ich eine flackernde Lampe. Na komm schon. Komm schon, Schnuffi. Wie viele Granaten habe ich noch? Auch ein paar. Ihr mich auch. Jetzt die Frage, wer von uns hat getroffen? Einer weniger, zumindest. Was versteckst du denn da oben, du Olle? Sau. Ich frage mich natürlich auch, wie viele Granaten an diese. Das erklärt erstmal einiges. So, zum Thema Granaten werfen. Okay, den habe ich zumindest schon mal angehittet. Das ist praktisch. So. Ins Feuer gelaufen, selbst schuld. Auch noch einer, kommt gleich sicherlich dadurch. Wow. Geschmeidig, Brauner. Da hinten. So, dich habe ich. Hier stand auch noch was, glaube ich. Ah, da hinten. Nö, nö, ihr mich nicht. Von wo? Von wo? Von da hinten irgendwo. Beim nächsten Mal. Da ist immer noch irgendwo einer. Da unten. Ja, komm. Um auf ihn blöd rumzufeuern. So. Wie dreckig ich hier Lebenspunkte verliere. Newbie-Action. So. Dann wollen wir hier mal gucken, was wir hier noch so alles finden. Ah ja, Granaten. Und ein Telefonat. Yeah. Ich würde mal sagen, von der Bilanz gar nicht so schlecht. Hier hätte ich sogar hingemusst, das ist doch praktisch. Da wird auch schon gespeichert, automatisch. Command,
So, erster weg. Positionswechsel. Der ja, der wollte mich treffen mit seiner Granate, hat aber nicht. So, ganz langsam, da war einer. Ah, da hinten sehe ich noch einen. Der Seite. Das Gefühl, kommt gleich einer hoch. Ja, richtig gesagt. Wow. Da versteckt er sich im Dunkeln. Olle Preschkuh. Von hinten. Einsamer Tod. So, ich wage mich jetzt mal runter. Okay, den habe ich schon. Oh, der stand aber sehr gemütlich. So. Berserk. Würde ich sagen. Aber irgendwie gab es mich auch schon in cooler in solchen Situationen. Einmal kurz wieder Waffe gewechselt. Die Frage ist natürlich, lebt hier überhaupt noch einer von denen? Also ich höre jetzt erstmal nichts. Aber wer weiß, wo sich hier wieder einer verkriecht und sich und mich hier von hinten massakrieren möchte oder so. Oh cool. Ich bin schon voll, also lohnt es sich sogar mal einfach so ein Medikit rein zu pfeifen. Die Dinger kann man aufrauchen, wenn man möchte. Da unten sehe ich dich. Wo. Bleib mal geschmeidig jetzt hier. Freundchen. Da unten steht ja noch so einer. Da unten. So. Surprise, surprise. Ihr habt jetzt nicht gerechnet, dass ich hier auch mal runterspringe. Ich auch nicht. Horchen? Nothing. Solltet weniger atmen, dann würde ich euch auch weniger hören. Pumpgun. Nee, das ist nicht so meins. Irgendwie mag ich Pumpguns nicht. Also ich mag vieles an Waffen, aber Pumpguns sind echt überhaupt nicht meins. Ah, da unten haben wir noch ein paar Steroide. Man hier noch. Achso, den Weg wieder zurück. Na gut, dann tapern wir hier wieder lang. Weil das ist, glaube ich, der Weg zur nächsten Stage. Oder zur nächsten Mission in Häkchen. Also, das finde ich eigentlich immer ein bisschen schade an diesem Spiel. Aus dem Spiel hätte man wesentlich mehr machen können. Also, eigentlich ist es ziemlich cool. Auch wie sie diese Sequenzen und so weiter einbauen.
mega episch. Aber was halt eben so ein bisschen Banane ist, ist so dieser Punkt, dass man... According to police, an explosion that leveled a dockside warehouse this evening was most likely the result of an industrial accident. No injuries have been reported, but emergency workers are still on the scene. Das Nervige an diesem, ja, an diesem Spiel ist halt eben, dass es so geradlinig aufgebaut ist. Also ich meine, selbst Doom hat wesentlich mehr Ecken und Kanten, also Doom 3 hat wesentlich mehr Ecken und Kanten, an denen man ein bisschen mehr machen muss, als einfach nur einen Parcours lang zu laufen. Das finde ich ein bisschen schade. Weil... ich finde, dementsprechend fehlt zum Spiel schon ein bisschen was. Soviel zum Thema Parcours laufen. Irgendwie laufe ich hier gerade, glaube ich, ein bisschen falsch. Na gut, dann laufen wir doch nochmal hier lang. Machen wir kurz Quicksaven. So. Das ist ein bisschen seltsam, weil eigentlich waren wir hier oben doch schon. Aha. So, Wasser lassen. Wasser füllt sich und passt auf, Gegner kommen. Direkt angeschossen aus allen Ecken. Nö. Hab ich jetzt aber eigentlich erwartet. So, alter Jump'n'Runner hier. Klick, klick. Haben wir drüber gewandert. Ach, Speichern hätte ich mir auch sparen können. Hauen die ab oder wuseln die einfach nur blöd rum? Hey, pass mal auf. So, ich muss jetzt mal ein bisschen aufpassen. Kommen hier sicher gleich Granaten geflogen. Hey, mit unserer tollen Pumpe. Pump mal woanders hin. Habe ich was gesehen? Man lässt ihn schaffen. Geht doch. Wow! Es war so klar. Genau in diesem Moment kommt dieser Pisser da aus der Ecke rausgejumpt und wirft mir eine Granate vor die Nase. Ihr seid am Arsch, ich bin am Leben, ich bin zufrieden. Mehr oder weniger. So, noch irgendwas hier im Müll? Nö. Ist die Frage, links oder rechts? Nee, von oben kamen die selber, von daher gehe ich erstmal hier entlang. Okay, ich gehe wieder zurück. Das hier sieht nach einem Weg aus, in dem es vielleicht nochmal den ein oder anderen Gegenstand gibt. Medikit oder irgendwas in die Richtung. Ja. Zack. Nehme ich gerne und dankend an. Habe ich volle Lebenspunkte und volle Medikits. Und komme an einer Stelle raus, in der ich nicht erwartet habe... Ah. Keine Sorge, für dich auch. Feines Ding.
krönender Abschluss, würde ich sagen. Toll. Definitiv krönender Abschluss. Und an dieser Stelle direkt ein Quick Save und ein Cut. Wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Let's Play 4. Dufter Typ verduftet jetzt.